In dem Video zeige ich euch, wie ich unsere Wand im Schlafzimmer ganz einfach selbst in Betonoptik gestrichen habe. Ihr braucht einen Grundton, ich habe mich für die Farbe Grey entschieden und damit als erstes die komplette Wand gestrichen. Danach habe ich den Rest der Farbe mit etwas Wasser verdünnt und dann noch ganz wenig Weiß dazu gegeben und die Farbe dann mit der gleichen Rolle ganz, ganz, ganz locker und unregelmäßig über die noch feuchte Wand drüber gestrichen. Hier müsst ihr euch einfach trauen und ausprobieren und ja, dann wird das schon. Genau, das gleiche habe ich dann auch nochmal mit Schwarz gemacht. Ihr seht hier nur ganz, ganz wenig Schwarz reingemischt, damit es nicht zu dunkel wird und bin dann auch einfach wieder mit der gleichen Rolle über die Wand drüber gegangen, so wie ich es mir einfach gerade gedacht habe. Und dann kommt noch der letzte Schritt. Hierfür habe ich schwarze Farbe wieder mit ganz viel Wasser verdünnt und dann mit einer Zahnbürste mit dem Daumen auf die Wand drauf gespritzt, dass so kleine Sprenkel entstehen. Und ja, das war alles. Das dann noch über die ganze Wand. Und so sieht es dann am Ende aus. Und hier nochmal mit Deko. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Nachmachen.